Hallo, ich bin Elienyx und das ist Sims 4, aber jeder Raum ist ein anderer Okkult. Viel Spaß! Endlich gibt es mal wieder eine Bau-Challenge von mir. Und wie der Name schon sagt, heute richte ich ein Haus ein, aber jeder Raum repräsentiert ein anderes okkultes Wesen. Also Vampir, Werwolf, Hexe, Meerjungfrau, Alien und was es eben sonst noch an übernatürlichen Wesen in die Sims 4 gibt. Ich glaube, diese Challenge ist für uns alle auch eine schöne Einstimmung auf meine Okkult Baby Challenge, die demnächst startet. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und jetzt geht es los! Einrichten werden wir heute dieses Haus und wie ihr seht, habe ich das aus der Galerie heruntergeladen und es hat auch jede Menge Räume. Aber ich zeige es euch gleich mal, so sieht das Ganze in meinem Spiel aus. Das ist eben das untere Stockwerk. Hier haben wir 5 verschiedene Räume und im oberen Stockwerk haben wir dann auch nochmal 3. Und dann gibt es natürlich noch ein Glücksrad mit jeder Menge unterschiedlicher übernatürlicher Wesen. Wir haben Vampir, Werwolf, Hexe, Geist, Meerjungfrau, Alien, Blumenhase, Väterchen Frost, Pflanzensims und Sensenmann. Und dann hätte ich gesagt, wir starten am besten gleich mal los. Geist, na da bin ich schon gespannt, was dabei herauskommt. Natürlich beginnen wir bei der Einrichtung hier bei unserem Vorzimmer. Den Garten lasse ich jetzt übrigens mal außen vor, denn ich glaube, wir haben im Inneren des Hauses wirklich genügend Räume. Geister sind logischerweise mit dem Tod verbunden. Das heißt, ich glaube, das wird ein sehr, sehr dunkler Raum. Ich mache einfach mal eine schwarze Stiege. Dann möchte ich das Geländer von dem Vampir-Pack. Ja, das sieht toll aus. Und dann brauchen wir natürlich noch dunklen Boden und eine dunkle Tapete. Können wir alles in schwarz machen? Sollen wir alles in schwarz machen? Ich weiß ja nicht. Ja, diese Backsteinmauer finde ich toll. Oh mein Gott, es ist so großartig. Und ich möchte die Haustür ändern. Ich weiß, sie passt natürlich zum Haus, aber eben nicht zum Thema. Wir brauchen eindeutig die. Das sieht doch schon mal sehr, sehr spooky aus. Finde ich super. Ich liebe spooky Häuser. Dann brauchen wir hier an der Treppe natürlich Spinnenweben. Brauchen wir auch eine missverstandene Spinne? Machen wir sie ein bisschen kleiner. Die wohnt einfach hier. Ich hoffe, niemand von euch hat Angst vor Spinnen. Wenn ja, sorry. Das paranormale Aktivitäten-Pack ist ja irgendwie mein neues Lieblingspack. Und da gibt es sicher auch jede Menge coole Sachen. Diese Bilder brauchen wir auf jeden Fall. Jede Menge creepy Bilder. Wieso gibt es den Rahmen nicht in der gleichen Farbe? Ist das ein Scherz? Hä? Hey, das ist nicht cool. Ja gut, dann gibt es leider nur die 2 Bilder. Wer ist dieser Mann? Ein paranormaler Ermittler, sehr cool. Den lieben Geister natürlich. Ein Seance-Tisch wäre halt auch großartig, aber dafür haben wir hier echt keinen Platz. Aber der Flurtisch Geistertraum muss natürlich sein. Immerhin steckt Geist im Namen. Und ich mache das da ein bisschen höher. Ist das in der Mitte? Ich hoffe, das ist in der Mitte. Und da können wir jetzt jede Menge coole Dinge draufstellen. Da stellen wir eine Kristallkugel drauf, dann diese helfende Hand. Die finde ich auch unglaublich cool und creepy. Dann noch dieses Buch. Gibt es noch was, das wir brauchen? Die Lampe wäre vielleicht cool. Die ist ein bisschen groß, die kann auch am Boden stehen. Ja, das gefällt mir gut. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Schrein. What? Also ich habe gerade dieses Licht gefunden und das passt einfach perfekt. Es sieht schon so spooky aus. Hier hätten wir auch noch diese Geisterlampen, aber die machen das Ganze irgendwie sehr lächerlich. Deshalb hätte ich gesagt, wir nehmen sie nicht. Wir wollen nämlich einen richtig gruseligen Raum. Und hier noch dieser Vorhang. Oh mein Gott, ich liebe es. Was könnten wir jetzt noch hinmachen? Vielleicht einen Spiegel? Ich glaube, das wäre ganz gut. Dann könnten wir hier nämlich die Bilder doch noch ein wenig nach außen geben. Und in der Mitte irgend so einen Spiegel. Ich finde, der passt zum Vibe. Dann gehen wir hier nochmal 2 nach außen. Und vielleicht runter, damit das alles auf einer Höhe hängt. Find ich gut. Also ich hoffe wirklich, ihr seid auch nur annähernd so begeistert von dem Raum wie ich, aber ich finde ihn schon wirklich, wirklich großartig. Vor allem hier das Eck mit der Spinne, da hätte ich irgendwie noch gerne mehr Gerümpel. Gibt es Gerümpel, wenn ich Gerümpel eingebe? Oh ja,
Es gibt jede Menge Gerümpel. Wie cool ist das? Hier habe ich jetzt noch jede Menge Kisten, eine kaputte Vase und Leinwände platziert. Und ich hätte noch gern noch mehr Deko. Also eben Deko, die irgendwie zu einem Geisterzimmer passt. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Kauernde Fee, ja, schon ein wenig creepy. Stellen wir die hier vielleicht ganz oben auf die Kisten? Was ist das? Geflügeltes Lama? Es gibt so viele Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber klar, wir brauchen hier beim Gerümpel auch ein geflügeltes Lama. Und da es ein Geisterzimmer ist, brauchen wir natürlich auch eine Urne. Die Werwolf-Urne sieht ja cool aus. Die habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja gut, dann nehmen wir doch die Vampir-Urne. Und stellen sie aber hier auf den Boden. Warum auch immer, ich weiß nicht ganz wieso, aber die steht jetzt da. Und dann glaube ich, wir sind hier auch schon fast fertig. Ich hätte vielleicht gern noch ein paar Kerzen an der Wand. Gibt es Kerzen, die an der Wand hängen? Ach, nur die Vampirkerzen. Aber warum nicht? Dann geben wir hier noch Kerzen hin. Dann sieht das alles schon ein bisschen dekorativer aus. Ist aber trotzdem noch sehr, sehr dunkel. Das ist mir sehr wichtig. Und dann schaue ich jetzt noch schnell, ob es einen Teppich gibt, der passen könnte. Ein Seance-Kreidekreis. Wow. Passt leider nicht dazu. Finde ich aber sehr cool, dass es das gibt. Und nun haben wir noch diesen Teppich. Und damit ist der erste Raum jetzt auch schon fertig. Das hat, um ehrlich zu sein, viel länger gedauert als gedacht. Also schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr hier anders gemacht hättet. Und wir gehen gleich in den nächsten Raum weiter. Das ist dann logischerweise dieser Raum hier. Ich weiß jetzt nicht ganz, was das sein soll. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir machen hier die Küche, dann hier so ein Esszimmer, dann ist das noch so ein Vorraum und hier ein Büro oder sowas in der Art. Aber losen wir am besten gleich mal das nächste okkulte Wesen aus. Und hier sind wir wieder. Ich habe den Geist jetzt rausgenommen, einfach damit es nicht doppelt kommen kann. Und dann drehen wir gleich noch einmal. Blumenhase. Okay, das wird jetzt definitiv ein ganz anderer Vibe. Dieser Raum wird also definitiv sehr bunt und sehr fröhlich und natürlich voller Pflanzen und Blumen werden. Vielleicht machen wir daraus so einen kleinen Hobbyraum. Also vielleicht stellen wir hier eine Staffelei hin oder so irgendwie. Auf jeden Fall möchte ich alles sehr dekorativ haben. Beginnen wir gleich mal mit einem schönen hellen Parkettboden. Oh mein Gott, das wird sowas von das Gegenteil zum ersten Raum werden. Finde ich absolut großartig. Dann hätte ich gern eine schöne helle Tapete. Ja, das Gelb finde ich unglaublich cool und passt auch perfekt zu Blumen oder eben zum Blumenhasen. Dann sollten wir hier aber, finde ich, auch die Fenster ändern. Ich hätte nämlich gern ganz große Fenster. Das sieht dann vermutlich von außen ein wenig blöd aus, aber darum geht es jetzt in dieser Challenge nicht. Das wollte ich schon immer mal benutzen. Ist zwar sehr over the top, aber ich glaube, der gesamte Raum wird sehr over the top. Deshalb passt das dann schon. Dann brauchen wir natürlich eine Staffelei hier im Eck. Dann geben wir hier noch einen Strickkorb hin und ein Kreuzstichset. Gibt es das vielleicht noch bunter? Ja, nehmen wir das Rot. Einfach ganz viele verschiedene Farben. Ein Blumenbindentisch, den brauchen wir hier natürlich auch. Dann noch eine Geige. Ich weiß auch nicht warum. Der Sim, der hier lebt, möchte einfach alles machen. Der Teppich passt hier doch einfach perfekt. Ich habe mich schon immer mal gefragt, ob und wann ich den jemals benutze. Die Antwort ist heute. Oh, ich möchte auch einen Schaukelstuhl. Nein, dann muss der da in die Ecke. Wir brauchen hier einen Schaukelstuhl. Dann kommt die Staffelei einfach hier hin. Wir brauchen viel mehr Lampen. Das soll ein richtig heller Raum werden. Diese gelbe Lampe passt irgendwie auch zum Vibe. Ich lasse sie einfach mal da. Und dann werden wir uns, glaube ich, schon bei den Pflanzen umsehen. Denn natürlich braucht dieser Raum jede Menge Pflanzen. Hier einen Fikus. Und dann möchte ich auch noch diese Pflanze, die hier runterhängt. Ich habe noch nie einen Raum mit so vielen Pflanzen gesehen, aber irgendwie liebe ich es auch. Pflanzen sind halt einfach großartig. Ich glaube, das sind mal genug Pflanzen. Jetzt möchte ich noch viel mehr Klatter haben. Oh, hier ist ein Hase. Wir brauchen definitiv einen Hasen in diesem Raum. Können wir den größer machen? Ja.
Ich glaube, in diesem Raum würde sich der Blumenhase sehr, sehr wohl fühlen. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch mit diesem Raum fertig. Und dann machen wir gleich mal mit der Küche hier weiter. Der Blumenhase ist jetzt auch nicht mehr dabei. Und bei der Küche müssen wir uns tatsächlich an Meerjungfrauen orientieren. Na, das wird spannend werden. Wie würde die Küche einer Meerjungfrau aussehen? Ich glaube, wir werden mit verschiedenen Blautönen arbeiten. Das sieht ja fast aus wie Wasser. Aber das ist halt schon sehr blau. Vielleicht, wenn wir die Hälfte grau machen. Finde ich nicht so schlecht und sieht, finde ich, ein bisschen aus wie's Meer, oder? Dann möchte ich auch die Tapete in einem hellen Blau machen. Und die Fenster müssen wir dann definitiv auch noch ändern. Ich weiß nur nicht, in was. Was haben Meerjungfrauen für Fenster? Ich meine, ja, Meerjungfrauen leben im Wasser. Natürlich haben sie gar keine Fenster. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ich glaube, ich möchte so ein rundes Fenster, weil das sieht dann ein bisschen aus wie auf einem Schiff. Und das passt dann doch perfekt zum Vibe. Und dann machen wir hier einfach das hin, einfach weil es den gleichen Stil hat. So, nun kommen wir endlich zur Kücheneinrichtung. Ich filter das Ganze jetzt einfach mal nach Farben, damit wir hier nur alles in Blau sehen. Und dann können wir uns ja ein bisschen daran orientieren. Nehmen wir zur Abwechslung mal dieses dunkle Blau. Das finde ich toll. Oder haben wir endlich mal Platz, um eine richtig große Küche zu machen? Ich liebe das. Ich wollte schon immer mal ganz viele Küchentheken nebeneinander machen. Aber irgendwie hatte ich noch nie Platz dafür. Das sieht voll cool aus. Ich muss unbedingt schauen, dass ich öfter so viel Platz für Küchentheken habe. Dann machen wir hier den Herd hin. Dann brauchen wir natürlich noch einen Kühlschrank. Ich liebe die Küche einfach. Es ist so viel Platz. Da können wir jetzt noch ganz viele Geräte hinmachen. Zuerst natürlich ein Waschbecken, weil das vergesse ich irgendwie gern. Nehmen wir dieses hier. Das ist schön schlicht, aber trotzdem elegant. Dann bekommen Sie eine fancy Espresso-Maschine. Die stellen wir hier hin. Dann haben wir hier einen Brotkasten. Der kommt hier nach hinten. Dann noch eine Induktionsmatte und eine Dunstabzugshaube. Gefällt mir schon sehr gut. Dann möchte ich hier noch einen Teeschrank haben. Und dann natürlich jede Menge Utensilien zum Kochen. Hier brauchen wir natürlich auch einen Papierhandtuchspender. Mülleimer dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Den stellen wir einfach hier ins Eck. Töpfe brauchen wir natürlich auch. Dann stellen wir die Sachen aber auch hier drüben hin. Und hier hängen wir noch diese getrockneten Pflanzen hin. Auch wenn das, glaube ich, sehr gefährlich ist und da sehr leicht ein Brand entstehen könnte. Aber wie gesagt, wir spielen in diesem Haus ja nicht. Und das ist irgendwie auch noch ein bisschen leer. Vielleicht hier dieses Regal. Ja, das finde ich süß. Und jetzt muss ich noch irgendwie schauen, dass wir was finden, was zu Meerjungfrauen passt. Okay, eine Schatztruhe und eine Schriftrolle. Ja, zumindest die Schriftrolle können wir aufhängen, auch wenn ich die jetzt gar nicht so toll finde, wenn ich ehrlich bin. Ein Aquarium. Ja, wir brauchen definitiv ein Aquarium, aber ein kleineres. Ja, dann haben wir hier so ein winziges Aquarium. Ich hätte zwar gern ein größeres, aber es hat leider absolut nicht Platz. Da ist ein Fischmobile. Ja, das ist irgendwie ein bisschen süß. Zwar nur ein bisschen, aber wir lassen es einfach mal. Eine Rettungsschwimmerweste. Das wird halt auch hinpassen. Und alles andere passt halt wirklich nicht so toll hier rein. Vor allem eben nicht in eine Küche. Dann machen wir jetzt gleich mit dem nächsten Raum weiter. Den verwandeln wir entweder in ein Esszimmer oder in ein Wohnzimmer. Das kommt jetzt darauf an, was beim Glücksrad rauskommt. Meerjungfrau ist jetzt auch weg und wir drehen das Rad wieder. Werwolf. Okay, damit kann ich arbeiten. Im Werwolf-Pack gibt es ja wirklich genügend Objekte. Aber schauen wir gleich mal, was wir aus dem Raum machen werden. Und hier sind wir wieder. Ich filter jetzt gleich mal nach dem Werwolf-Pack, weil ich noch nicht genau weiß, was wir eben aus diesem Raum machen. Ich meine, wir hätten diese Couch. Das heißt, wir könnten ein Wohnzimmer draus machen. Wir hätten aber natürlich auch einen Esszimmertisch, wobei ich den eigentlich gar nicht so gern mag. Oder wir machen eine Bibliothek draus, also einen Bücherraum sozusagen. Das finde ich cool. Ich glaube, das machen wir.
Werwölfe lieben die Nacht und mögen es dunkel, deshalb mache ich die Fenster jetzt gleich mal weg und stell gleich mal ein paar Dinge rein, die wir definitiv brauchen. Also wie gesagt, ich möchte einen Bücherraum machen, also brauchen wir natürlich dieses Bücherregal. Hier hätten wir diesen Vorhang. Mit diesem Vorhang könnten wir den Raum zur Küche ein wenig versperren, damit das Ganze noch ein wenig mehr abgeschattet davon ist. Und ich glaube, in Grün passt es schon sehr, sehr gut. Dann werden wir hier jetzt sehr viel mit Braun- und Grüntönen arbeiten. Und eben alles wird sehr düster und kaputt und eben genauso wie so die Werwolf-Ästhetik eben in Sims 4 ist. Dann beginnen wir wie immer mit dem Boden. Ich möchte so einen dunklen Parkettboden, der vielleicht auch ein wenig kaputt ist. Gibt es sowas? Ich weiß gar nicht. Den finde ich toll. Der ist sogar von Werder berühmt. Finde ich spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber passt einfach super zum Vibe. Da das eine Bibliothek ist, wäre irgendwie eine Backsteintapete ganz cool. Vielleicht nur eine kleine Wand mit der Backsteintapete. Nehmen wir einfach mal die da hinten. Und den restlichen Raum machen wir in irgendetwas Schlichterem. Abgenutzt, aber nicht kaputt, heißt diese großartige Tapete. Ich nehme jetzt einfach mal die. Oder in dem helleren Ton. Ich glaube, das passt besser. Und dann stellen wir hier einfach mal eine Reihe von Bücherregalen auf. Und bei der anderen Seite möchte ich jetzt genau das gleiche machen. Und hier hätte ich jetzt gerne einen Schreibtisch. Es gibt ja vom Werwolf-Pack diesen großartigen Schreibtisch. Genau diesen. Der ist doch einfach nur perfekt. Überhaupt nicht irgendwie eklig oder so. Den geben wir hier in die Mitte. Gibt es auch einen passenden Sessel? Ja, gibt es sogar. Den habe ich noch nie gesehen. Und dann möchte ich diesen Mondspiegel. Den liebe ich einfach. Ich finde den so wunderschön. Den können wir hier auch in die Mitte geben. Vielleicht den schwarz. Dann passt er gut zum Schreibtisch. Und auf den Schreibtisch möchte ich jetzt natürlich noch jede Menge Bücher stellen. Antike Bücher, das passt einfach perfekt zum Vibe. Dann noch eine Brille, weil warum nicht? Vielleicht trägt unser Werwolf ja eine Brille. Rivalisierende Sanduhren? Oh mein Gott, sieht das cool aus. Das stellen wir einfach hier auf den Boden. Es gibt eine Schreibfeder. Ja, die brauchen wir natürlich auch. Dann brauchen wir natürlich ein paar Wandschäden hier. Den Spiegel wird es auch noch geben, aber da finde ich den halt viel schöner. Ich glaube, wir bleiben besser bei dem. Hier haben wir auch noch Wandschäden, die können wir hier rübergeben. Hier haben wir Bodenschäden. Das passt auch super. Und dann hier auch noch ein paar. Also Werwölfe haben sich hier definitiv schon verwandelt und hatten sich nicht ganz unter Kontrolle. Dann gibt es noch diesen schäbigen Teppich, den hätte ich auch unfassbar gern. Ich verkaufe mal das Licht und dann geben wir die hier hin und dann noch eine zweite. Und fertig ist unsere Werwolf-Bibliothek. Unten haben wir jetzt nur noch einen Raum und zwar ist das das hier. Das heißt, abschließend wage ich mich noch schnell an das Schlafzimmer heran. Und das Schlafzimmer... Peterchen Frost... Also das Schlafzimmer wird sehr, sehr winterlich inspiriert werden. Peterchen Frost liebt alles rund um Weihnachten. Er liebt helle Dinge, er liebt schöne Dinge. Was könnte er noch lieben? Er liebt Schnee natürlich. Aber ich habe keine Ahnung, was wir da machen könnten. Nehmen wir einfach mal einen hellen Parkettboden. Das geht, finde ich, immer. Und vielleicht für den Anfang auch eine ganz helle Tapete. Vielleicht dieses helle Blau, das finde ich eigentlich sehr süß. Die Fenster müssen wir auch definitiv weggeben. Das geht so gar nicht. Ich glaube, wir werden auch nur hier ein Fenster platzieren und eben ein sehr, sehr helles. Also eines, das eben sehr, sehr viel Licht reinlässt. Ich nehme das hier, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat es für mich einen winterlichen Vibe. Und als erstes müssen wir auch gleich mal ein Bett suchen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, obwohl ich wirklich nicht überzeugt bin. Aber es gibt irgendwie keines, das sonderlich gut passt. Ich nehme es jetzt mal in dieser Farbe. Dann werden wir hier einfach mit Goldtönen und Weißtönen arbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee für unseren Clemens. Also für Väterchen Frost. Dann brauchen wir natürlich eine Kommode. Auch wenn Väterchen Frost, glaube ich, nicht sonderlich viele Klamotten hat. Aber egal. Er hat jetzt eine Kommode und dann einen Spiegel.
gibt es einen weihnachtlichen Spiegel. Was soll eigentlich ein weihnachtlicher Spiegel sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht der hier? Also um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was darin weihnachtlich sein soll, aber ich weiß auch nicht, was wir sonst nehmen könnten. Winter. Es gibt nichts zu Winter. Gibt es was zu Weihnachten? Ja, einen Weihnachtsbaum. Können wir einfach einen Weihnachtsbaum ins Zimmer stellen? Warum eigentlich nicht? Was schreit mehr Weihnachten als ein Weihnachtsbaum im Zimmer? Dann geben wir das alles wieder weg. Wir stellen einfach einen Weihnachtsbaum rein. Das war eine grandiose Idee. Dann haben wir hier noch solche Schneeflöckchen-Schnüre. Die geben wir ans Fenster. Das gefällt mir. Was können wir sonst noch machen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie wird das ein sehr kitschiger Raum. Ich bin gar nicht so der Fan von Kitsch. Aber Weihnachten ist eben ein bisschen kitschig. Wow, gut, dann haben wir hier noch, oh mein Gott, einen Weihnachtsmann. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, das wird alles dezent und irgendwie süß, aber nein, es ist komplett over the top. Also brauchen wir vielleicht auch ein anderes Bett. Wow, mit dem Muster sieht das wirklich aus wie ein Weihnachtsbett. Oh mein Gott, ich finde diesen Raum absolut schrecklich. Also ich mag Weihnachten eigentlich, aber nicht so. Definitiv nicht so. Dann hätte ich gern einen schlichten Teppich und diesmal wirklich was Schlichtes. Vielleicht so einen Kunstpelz? Irgendwie passt das für mich zum Vibe. Aber der Boden verschluckt den Teppich. Das heißt, wir ändern jetzt auch nochmal den Boden und machen den Boden jetzt doch ein bisschen dunkler. So sieht das schon viel besser aus. Wow. Dieser Raum ist so hässlich. Ich möchte da auch noch ein Fenster. Und dann nehmen wir hier natürlich auch diese Schneeflocken. Wir brauchen hier definitiv einen Kamin. Okay, Planänderung. Ich gebe die Sachen raus. Und da kommt jetzt ein Kamin hin. In grün. Grün ist besser. Dann machen wir den Schneemann kleiner und stellen ihn hier in die Ecke. Können wir auch den Kamin kleiner machen? Perfekt. Und dann machen wir auch den Weihnachtsbaum kleiner und stellen ihn dahin. Wow, dieser Raum ist echt wild. Und hier an die Wand hängen wir noch jede Menge von diesen geschnitzten Dekos, weil die kann man ändern und alle davon haben etwas mit Weihnachten zu tun. Perfekt, dann hätten wir auch diesen Raum abgeschlossen. Und nun sind wir tatsächlich auch schon beim Ende der Challenge angelangt. Hier haben wir unser Geisterzimmer, dann unser Blumenhasenzimmer, Meerjungfrauen, hier Werwölfe und dann natürlich noch für Väterchen Frost. Ich hoffe sehr, dass euch diese Challenge gefallen hat. Lasst mir eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in den Kommentaren da. Und falls ihr Ideen für weitere Bau-Challenges habt, immer gerne her damit. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!